Ein ganz herzliches Willkommen bei schönstem Motorballwetter allen Zuschauerinnen und Zuschauern zum Spiel des MSC Ubstadt Weiher gegen unsere Gäste aus den Niederlanden, MBV Büdel. Ein ganz herzlicher Gruß ergeht an unsere Gäste vom MBV Büdel. Und wir kommen zu den Mannschaftsaufstellungen. Der MBV Büdel spielt im Tor mit der Nummer 1 Dimitar Eliev, die 44 Chris Eikens. Die Feldspieler sind mit der 2 Sven Mason, die 3 Storn Neumanns, die 7 Carlo von Kelchtrop, die 8 Finn Mason und mit der 9 Neil Neumanns. Trainer ist Bart Arz, Mannschaftsleiterin Yolanda Mason. Und nun kommen wir zu unserer Mannschaft, dem MSC Ubstadt Weiher. Im Tor mit der 14, Darius Bär. Die 17, Luca Konrad. Die 99, Jens Kehrer. Die Feldspieler unserer Mannschaft sind mit der Nummer 4, Dominik Hassus. Die 6 trägt Marco Weiß. Die 10, unser Silas Hammerer. Und die 13, Dennis Rinn. Trainer ist Holger Leine, Co-Trainer René Gräber. Mechaniker sind Tobias Schweiger und Ralf Klein. Sportleiter, Mannschaftsleiter Luca Konrad. Die Partie wird geleitet vom Schiedsrichtergespann Max Schmidt und Volker Schmidt und unterstützt von den Linienrichtern Michael Schick und Peter van Kranenbrug. Wir wünschen uns in den nächsten 4x20 Minuten ein interessantes Spiel und vor allem einen sportlich fairen und verletzungsfreien Verlauf.
All right.
empty hearts and neon lights. They're playing with me. Yeah.
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 Airport.
Stand des Spiels zwischen unserem MSC Umstadtweier und dem FMV-Büdel. 10-4. Schon mal der Hinweis nochmal auf die nächsten Spiele. Nächste Woche Spitzenspiel in Kuppenheim um 16.30 Uhr unsere Jugend und um 19 Uhr die Herrenmannschaften treffen aufeinander. Und in den 3 Wochen wieder hier Heimatmosphäre, auch ein Spitzenspiel gegen Typhoon Mörsch am 16.07. 17 Uhr unsere Jugend und 19 Uhr unsere Bundesligamannschaften. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern und freuen uns auf ein Wiedersehen.